Ist euch schon mal aufgefallen, wie das Desinfektionsmittel das Weihwasser abgelöst hat? Es gibt jetzt auch in Kirchen, gibt es solche, statt also gab es dann Weihwasserspender und dann gibt es Desinfektionsmittelspender. Und da steht dann jeweils immer drauf, Achtung, Weihwasserspender, kein Desinfektionsmittel, oder Achtung, Desinfektionsmittel, kein Weihwasser. Aber es scheint ja mittlerweile dasselbe zu sein. Es ist einfach etwas, das essentieller Bestandteil des Lebens ist. Wir haben kein Immunsystem und wir brauchen Desinfektionsmittel. Ist das nicht schön? Auch wenn es nicht wirkt gegen Aerosole, trotzdem Desinfektionsmittel. Schöne neue Welt. Dann kommen wir jetzt noch zu dem rechtlichen Teil. Wie ihr wisst, ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht selbstverständlich unverhältnismäßig und die allgemeine Impfpflicht ist auch verfassungswidrig. Und ich bin froh, dass wir jetzt noch einen Rechtsanwalt hier haben, der uns etwas über die Rüsterei erzählt. Großen Applaus für Rechtsanwalt Becker! Ja, ja, das Weihwasser. Haben wir das nicht schon gehabt? Achso. Nee, ich muss ja seine Ordnung. Ja, vielen Dank. Ich kontrolliere jetzt erstmal, ob jeder schön brav neben seinem Aluhütchen steht oder sitzt. Ja. Sehr schön. Ja, ganz wichtig, das zu kontrollieren. Ich muss sagen, ich habe schon viele absurde Veranstaltungen besucht in den letzten 2 Jahren. Aber Wiesbaden liegt mit an der Spitze, muss man sagen. Und das ungefähr eine Woche, bevor diese ganzen unsinnigen Maßnahmen fast vollständig aufgehoben werden, scheint es nochmal besonders wichtig zu sein, sie heute nochmal in aller Härte umzusetzen. Bevor dann die Lockerungen kommen, Lockerungen ist übrigens ein Begriff aus der Justizvollzugsanstalt, für die Leute, die das noch nicht gewusst haben. Das heißt also, das Vokabular passt sehr gut zu der sonstigen Umgangsweise mit den Menschen in den letzten 2 Jahren. Ja, mein Name ist Christian Becker. Ich bin Rechtsanwalt aus Trier, habe also eine einigermaßen weite Anreise hinter mir, aber bin gerne hierher gekommen. Ich bin Fachanwalt für Medizinrecht und seit 20 Jahren auch im Gesundheitsbereich unterwegs als Jurist. Und es ist sicherlich so, dass nicht erst seit 2 Jahren in unserem Gesundheitssystem einiges nicht stimmt. Was heute nicht stimmt, darüber zu referieren, würde ich sicherlich deutlich länger benötigen als die Viertelstunde, die ich versprochen habe. Deshalb konzentriere ich mich mal auf die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wie mein Vorredner schon ganz richtig gesagt hat, dürfte ich hier eigentlich gar nicht stehen und darüber reden müssen. Dieses Gesetz, was Mitte Dezember in Kraft gesetzt wurde und ab dem 15.03. dann auch tatsächlich umgesetzt werden soll, ist eindeutig verfassungswidrig. Und das ist auch relativ einfach für einen durchschnittlich begabten Juristen zu erklären. Ein Gesetz, insbesondere wenn es Grundrechte einschränkt, wie es das tut, es schränkt das Recht auf Berufsfreiheit ein, denn wenn ich im Gesundheitsbereich arbeiten will, muss ich einen solchen Nachweis, natürlich gewünscht, einen Impfnachweis vorlegen. Dieses Gesetz muss einen bestimmten Zweck verfolgen. Der Zweck kann nur sein, Patienten im Gesundheitsbereich zu schützen. Dafür ist zwingend notwendig, dass der Nachweis geführt wird, dass eine Impfung Drittschutz hat. Dieser Nachweis kann nicht geführt werden. Das heißt, mit meiner sehr komplexen juristischen, verfassungsrechtlichen Prüfung bin ich an diesem Moment bereits beendet. Es ist ein Gesetz, was nicht geeignet ist, den Zweck zu erfüllen. Und die Geeignetheit ist die erste Stufe der Prüfung, ob ein Grundrechtseingriff gerechtfertigt ist oder nicht.
ich muss überhaupt nicht dazu kommen, ob es angemessen ist. Ich muss nicht dazu kommen, ob es erforderlich ist, was mit den Impfnebenwirkungen ist, was mit der eigentlichen Wirksamkeit überhaupt mit dem Wirksamkeitsnachweis ist. Alleine die fehlende Geeignetheit, einen Zweck zu erreichen, macht dieses Gesetz verfassungswidrig. Und ich habe eben gesagt, ein durchschnittlich begabter Jurist kann das sehr schnell herausfinden. Durchschnittlich begabte Juristen scheinen nicht mehr beim Bundesverfassungsgericht beheimatet zu sein. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig und eine große Gefahr für unseren Rechtsstaat. Wer so etwas nicht erkennt, hat beim obersten Bundesgericht, welches dazu da ist, genau diese Grundrechtseingriffe zu prüfen und die Gesellschaft davor zu bewahren, dass der Staat unberechtigt in Grundrechte eingreift, hat dort nichts verloren. Jetzt haben wir allerdings dieses verfassungswidrige Gesetz. Und was fangen wir damit an? Ich habe ja in meiner grenzenlosen Naivität am Anfang gedacht, die Arbeitgeber, in deren Recht Arbeitnehmer frei zu beschäftigen, insbesondere im Gesundheitsbereich ist das im Übrigen gar nicht so einfach, geeignete Leute zu finden, die Arbeitgeber würden sich dagegen zur Wehr setzen. Das Gegenteil ist passiert. Es wurde Druck ausgeübt, es wurde wöchentlich erpresst, lasst euch impfen oder ihr seid euren Job los ab dem 15.03. Vorher durfte aber genau dieses Personal die Quarantänevertretung für die ganzen geimpften Pflegemitarbeiter machen, die sich reihenweise in den letzten Monaten in Quarantäne befunden haben. Bis zum 15.03. ist dieses Personal noch gut genug, die Drecksarbeit zu machen. Ab dem 15.03. nicht mehr. Jetzt ist es so, ich habe, glaube ich, jetzt in den letzten 2 bis 3 Monaten ungefähr 100 Menschen aus dem Gesundheitsbereich beraten, vorwiegend auf Arbeitnehmerseite, weil die Arbeitgeberseite kann ja offensichtlich gut damit leben, dass zukünftig noch mehr Personal wegfällt und es vielleicht dann endlich einmal nach 2 Jahren wirklich zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Bei den Arbeitnehmern ist so viel Druck ausgeübt worden, dass natürlich viele dem staatlichen Erpressungsversuch gefolgt sind und aus Sorge um ihre finanzielle Zukunft sich gegen ihren Willen haben impfen lassen, was an sich schon ein Unding ist, denn wir reden hier über einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, in die ich einwilligen muss, und zwar freiwillig einwilligen muss. Aber es gibt auch aus meiner Sicht gute Nachrichten. Es hat in den letzten Wochen eine Entwicklung stattgefunden, die mich glauben lässt, dieses Gesetz wird niemals so umgesetzt werden können, wie es tatsächlich im Gesetz steht. Es ist dort geregelt, dass wer zum 15.03. keinen Nachweis einreicht, dass der Arbeitgeber denjenigen Mitarbeiter an das Gesundheitsamt melden muss. Das Gesundheitsamt meldet sich dann wiederum rück beim Arbeitnehmer und hört diesen an und trifft dann eine Entscheidung. Bei dieser Entscheidung, steht im Gesetz drin, kann sogar eine Entscheidung dabei herauskommen, dass man dem Arbeitnehmer verbietet, seinen Arbeitsplatz zukünftig zu betreten bzw. seine Tätigkeit in der Einrichtung auszuüben. Es ist allerdings eine Kann-Entscheidung, also eine Ermessensentscheidung. Eine Ermessensentscheidung heißt, es gibt mehrere Entscheidungen und die Behörde muss abwägen und eine von vielen möglichen Entscheidungen treffen. Wenn in irgendeinem Bundesland, und ich glaube, wir kennen alle Bundesländer, bei denen das bereits angekündigt worden ist, beziehungsweise so ist, wenn nur in irgendeinem Bundesland bei diesem Bundesgesetz dieses Gesetz so nicht umgesetzt wird und Betretungsverbote nicht ausgesprochen werden können, gilt dies auch für alle anderen Bundesländer, denn es ist ein Bundesgesetz und wir haben einen Gleichbehandlungsgrundsatz, ebenso im Grundgesetz drinstehen.
Das heißt, es kann keine richtige Entscheidung geben, in einem Bundesland ein Betretungsverbot auszusprechen und in einem anderen Bundesland nicht. Das heißt, gute Nachrichten, dieses Gesetz wird zumindest mal in dieser Härte so nicht umgesetzt werden können. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Es gibt einzelne Gesundheitsämter, die bereits jetzt angekündigt haben, wir werden dieses Gesetz nicht umsetzen. Wir werden Eingänge bei uns nicht bearbeiten. Wir werden die im Keller liegen lassen bis zum 31.12. Und der 31.12. ist genau das Datum, wann dieses Gesetz dann nicht mehr existieren wird. Das heißt, wir können uns leider nicht mehr auf unser Verfassungsgericht verlassen. Wir können uns auch nicht auf die Politik verlassen. Aber vielleicht können wir uns darauf verlassen, dass die Behörden entweder zu unfähig sind, das Gesetz umzusetzen, oder aber vernünftig genug sind, die Umsetzung bleiben zu lassen, weil sie merken, dieses Gesetz ist nicht praktikabel. Ich denke also, ich bin da selbst sehr gespannt, wie das weitergehen wird, aber wir kennen ja aus unserem wunderschönen Nachbarland Österreich die Praxis, dass Gesetze wie die allgemeine Impfpflicht eingeführt werden. Sie werden anderthalb Monate lang eigentlich nicht umgesetzt, obwohl sie schon in Kraft sind, und werden dann wieder aufgehoben. Ein solches Schicksal erwarte ich mir ernstlich auch für die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und erst recht erwarte ich ein solches Schicksal für die noch einzuführende sogenannte allgemeine Impfpflicht, die bereits in ihrem Vorhaben, irgendwann im Oktober eine solche Impfpflicht einzuführen, wenn ein Virus da sein wird, was wir bis heute nicht kennen, welches mit einem Impfstoff bekämpft werden soll, welchen wir bis heute ebenso nicht kennen, die dann in Zukunft in einem halben Jahr umgesetzt werden soll. Das ist dermaßen absurd, dass einem intelligenten Menschen dafür jegliche Worte fehlen. Und da ich mich, ob zu Recht oder zu Unrecht, für einen solchen intelligenten Menschen halte, werde ich dazu auch nichts weiter sagen, denn es ist verdammt schwer, noch formal juristisch zu argumentieren, wenn die Realität einer Farce, einer Absurdität gleicht und das Bundesverfassungsgericht nur noch eine Karikatur eines Bundesverfassungsgerichts darstellt, wie im Übrigen viele andere Gerichte in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die hier insbesondere betroffen ist, auch. Vielen Dank. Das war Rechtsanwalt Becker auf der Demo der offenen Gesellschaft Kurpfalz. Alle Reden könnt ihr später auch als Video auf der Webseite finden. Offene Gesellschaft Kurpfalz, offguess.de. Und jetzt kommt Musik von Jane und Alex. Falls jemand noch einen Button möchte, ihr könnt auch noch gerne hier einen haben. Die Polizei fand den auch so cool, dass sich schon eine Kollegin einen geholt hat, weil sie den so toll findet. Dementsprechend Buttons gibt es noch hier vorne. Für die Kollegen von der Polizei natürlich auch. Wir können auch irgendwie machen, dass die Kollegen sich mal alle kurz rumdrehen. Dann laufe ich hinten dran vorbei. Dann sehen die anderen Kollegen nicht, wer einen nimmt. Schämt euch nicht, die Buttons sind toll. Mein Mikro, ja, ich glaube, jetzt ich krieg Ton. Ton, 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 Ton. Zu laut gibt's nicht bei mir.
Der Alex würde sagen, mach die Chain lauter. Ja, genau. Dann mach die Chain lauter, wenn ich zu leise bin. Ja, jetzt haben wir noch ein Remake dabei von einem Lied von einem Widerständler. Hat er ganz am Anfang gemacht, 2020. Hieß mal Massiv Passiv. Ich glaube, der Looper ist auch noch aus, ne? Ja, dann geht's, dann kannst du nicht gehen, wa? Kannst du auch hier hin, zwei, ne? Oder kann man die Gitarre anders abmischen? Ich fand die Gitarre von einem zu sehr zu leise. Ja. Ja, die hört sich auch scheiße an, deswegen. Aber dann guck doch hier ins Mischpult. Das Kabel eigentlich zu leise, zu kurz, ne? Okay. Also wir machen jetzt einfach, ne? Also das ist auch für uns was Neues. Also wir machen das jetzt einfach. Jawohl. Einfach machen, so ist der Widerstand, ne? Man braucht einfach ein bisschen Mut. Aber der Text ist einfach so geil, wir wollen den einfach rüberbringen. Alright. Alright. Oh. Ich höre immer noch nichts von der Gitarre. Jetzt aber, okay. Uns alle ein für ein konstruiertes Problem. Keine Durchschaubarkeit, so funktioniert ihr System. Denkst du auch drüber nach, kannst du auch nicht mehr schlafen. Umgeben und übertönt von eingeschlafenen Schafen. Maulkorb gezähmt. So lange haben wir geschwiegen. Und wer sich nun erhebt, den wird sich sicher bestrafen. Das kriegen wir schon lang nicht mehr mit. Endlich aufgewacht, so lange haben wir geschlafen. Und wer sich nun erhebt, den werden sie sicher bestrafen. Jede Form von Kritik wird im Keim erstickt. Entgegen ihrem Schwur etablieren sie das Steuer in unsere Hand, für unsere Zukunft, für unser Land. Aufzustehen und rebellieren, denn schweigend nehmen wir es nicht hin. Drum werd auch du selbst jetzt aktiv. All deine Fragen.
Wer trägt die Schuld daran, wer die Bevölkerung quält? Gelenkte Marionetten, die haben wir nicht mal gewählt. An allen wichtigen Stellen nur noch Konzernlobbyisten. Wer wird's durchführen, bezahlt und über uns alle zu richten? Hier wird's nicht eingekauft, hier werden die Regeln diktiert. Hast du denn gar nichts kapiert? Völlig skrupellos, von blinder Gier getrieben. Bestochen und erpresst, gegen uns verschrieben. Der Plan wird durchgesetzt mit aller Brutalität. Sie machen jeden zum Opfer, der zwischen die Finger. Der Plan wird durchgesetzt mit aller Brutalität. Sie machen jeden zum Opfer, der zwischen die Finger ist. Und es ist Zeit, macht euch bereit. Wir nehmen das Steuer in unsere Hand, für unsere Zukunft, für unser Land. Aufzustehen und rebellieren, denn schweigen nehmen wir's nicht hin. Nie wieder soll das geschehen, doch ihr macht Selbstrat zunichte. Die Kinder werden euch fragen mit verwundertem Froh. Willst du ihnen dann erzählen, du hast von gar nichts gewusst? Die Kinder werden dich fragen mit verwundertem Froh. Willst du ihnen dann erzählen, du hast von gar nichts gewusst? Fleißig propagiert. Hier wird für Stimmung gemacht und dafür fürstlich geschmiert. Synchron getrimmt wird unser Meinungsbild und diese hetzenden Geier sind nur auf Spaltung gedrillt. Was mich so traurig macht, dass dies noch so funktioniert. Steuer in unsere Hand, für unsere Zukunft, für unser Land. Aufzustehen und rebellieren, denn Schweigen nehmen wir nicht hin. Drum werd auch du jetzt selbst aktiv. Drum werd auch du jetzt aktiv. Traurig macht, dass dies noch so funktioniert. Ist nicht mal gut gemacht, ist so billig konstruiert. Doch wenn jemand nicht weiß, dass was zu wissen gibt, für den sind Grenzen gesetzt, die für ihn keiner verschiebt. Was mir traurig macht, dass es noch so funktioniert.
Leute schauen wir gespannt nur noch dem Bildschirm entgegen. Seid ihr so angepasst, habt ihr nichts mehr zu sagen? Wir haben auf euch gezählt an diesen finsteren Tagen. Wir haben auf euch gezählt an diesen finsteren Tagen. Wir haben auf euch gezählt und es ist längst Zeit. Macht euch bereit. Wir nehmen das Steuer in unsere Hand, für unsere Zukunft, für unser Land. Aufzustehen und rebellieren, denn Schweigen nehmen wir's nicht hin. Drum werd auch du, selbst jetzt aktiv. Drum werd auch du, selbst jetzt aktiv. Lässt du andere für dich machen, bist durch Freizeit verhindert. Wir stehen hier auch für dich ein und für all unsere Kinder. Drum steh doch mal auf, steh für die Zukunft ein. Die Welt, die du verlässt, soll doch eine bessere sein. Steh doch mal auf, steh für die Zukunft ein. Die Welt, die du verlässt, soll doch eine bessere sein. Wir halten lieber zusammen, nie wieder sollen sie uns spalten. Wir können sie hindern daran, an ihrem Schalten und Walten. Die Macht, die wurde uns genommen, das ganze Volk unterdrückt. Steh an der Seite mit uns, wir holen sie uns zurück. Wir holen sie uns zurück. Wir holen die Macht 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 uns zurück. Dankeschön. Dankeschön. Also ihr gebt so viel Applaus, es könnten hier, glaube ich, 20 Mal mehr Leute sein. Ihr seid super. Erwähnt damit Enthusiasmus. Ja, vielen Dank jetzt für alle auf dem Platz und rundherum. Ist echt schwierig. Die Feinde unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung haben sich heute mal wieder hier in Wiesbaden von ihrer Schokoladenseite gezeigt. Es werden sinnlose Polizeimaßnahmen angeordnet, wie das Aufstellen eines Hühnerstalls mit nur 3 Durchgängen, der hindert, dass die Leute frei die Versammlungsfläche betreten und verlassen können, und zwar, weil sie sich unwohl fühlen, in so ein eingepferchtes Gelände zu gehen. Andere Polizeien in anderen Städten kriegen das ohne solche Käfige hin. Es war kein Gegenprotest angekündigt, kein Gegenprotest hat stattgefunden und trotzdem wurden hier diese Käfige aufgestellt. Ich habe keine Ahnung von Polizeitaktiken, aber ich nehme anhand der anderen Polizeiführer an, dass diese Maßnahme nicht notwendig war, unverhältnismäßig war und damit ein Angriff auf die Freiheit der Versammlung ist. Allgemein muss man feststellen, dass die Kollegen in Wiesbaden von der Polizei zum Teil ein bisschen spaßbefreit sind. Da hinten die Kollegin filmt mit der Kamera die Versammlung ohne Grund
Und wenn man sie darauf hinweist, dass sie sich die Videos, dass sie nicht selber filmen braucht, dass sie sich die Videos auch im Internet angucken kann, wird sehr humorbefreit reagiert. Sehr unfreundlich. Sehr unliebenswert. Das ist traurig. Wir sind hier zusammengekommen für Freiheit und für das Miteinander in einem freiheitlich-demokratischen Staat einzutreten. Ich bedanke mich an alle, die hier vorbeigekommen sind. Ich bedanke mich an die Polizisten, die tatsächlich für den Schutz der Versammlung hier waren. Nicht die Gitter, die hier einfach nur als Symbol stehen, als Symbol des Abstandes und der Ausgrenzung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Kollegen, die wirklich hier waren, um die Versammlung zu schützen, mit ihrem Körper und nicht mit einem Stahlgitter, denn das Stahlgitter hilft im Zweifelsfalle doch recht wenig, wie man sich vorstellen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich an alle Ordner, die geordnet haben, an die Musiker, an die Redner und wünsche euch einen schönen Nachhauseweg. Bleibt achtsam, bleibt demokratisch, bleibt freiheitlich und friedlich. Vielen Dank. Der letzte Weihwasserstoß darf natürlich nicht fehlen. Es geht um die Sicherheit. Es ist keine Religion, es ist keine Sekte. Kriegt mal ins Auge. Die Versammlung ist hiermit beendet. Danke sehr.